Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute, wie ihr seht, hier auf der Messe. Wir haben hier links, also links von mir, rechts von euch. Wen habe ich denn da? Den habe ich, Yatai, eine Firma, die Sitze herstellt. Dann haben wir da vorne Thomson Aero Seating. Die machen die Sitze unter anderem, glaube ich, auch für Lufthansa, ne? Ja. Advantage-Sitze und so weiter. Aber wir haben heute Morgen zusammen, ja, zusammen. Ich bin alleine vor der Kamera, weil der Kollege nicht vor die Kamera möchte. Namen nennen wir nicht, weil er inkognito hier ist. Die Messe begonnen um 7.20 Uhr, war Treffen an der Halle B6 und dann sind wir reingegangen auf die Mediatour. Erster Stand war Panasonic. Panasonic hat ein neues Konzept zusammen mit Collins Aerosystems gezeigt. Das ist die sogenannte Maya-Geschichte. Ich blende euch Bilder ein. Ich muss mal gucken, wie ich das noch schneide. Das ist ja auch noch eine allen heile Arbeit. Nein, wie heißt das? A lot of work, viel Arbeit für mich. Aber das, was ich von dem Maya-Sitz im Kopf habe, ist halt wirklich der große Bildschirm und auch wirklich in dem ganzen Kontext zusammen, dass man eine Landschaft kreiert hat im Flugzeug selber, wo das Licht aus dem Monitor in der ganzen Kabine wiedergespiegelt wird. Also purer Luxus. Und was an dem Bildschirm besonders imposant ist, ist in meinen Augen, dass man den Bildschirm teilen kann und auch Apps drauf hat, also vergleichbar mit der Google, wie heißt denn das mit der Apple, diese Apple Glasses, glaube ich, heißen die Dinger, von denen ich ein bisschen seekrank werde, aber genauso war der Effekt auch. Das heißt also, man hatte zum Beispiel den Film und dann hatte man darüber schwebend Widgets und da konnte man dann zum Beispiel eingeben, wann will ich essen, um welche Uhrzeit, wann will ich das machen, wann will ich das machen. Und so kann man dann auf der Timeline den Flugverlauf sehen und kann auch die projizierte Flugdistanz sehen, die man fliegt und sieht dann darauf zum Beispiel die Zeiten, wann man isst, wann man irgendetwas, was man machen möchte, macht. Und man hat auch einen Weg gefunden, mit dem der Kunde dann mit dem Kabinenpersonal kommunizieren kann. Und zwar an der Seite ist eine Leiste, die dann dem Licht widerspiegelt, wie es ist, was man gerade fühlt. Also das heißt, ob man gerade schlafen möchte, ob man wach ist. Etwas, was mich besonders, ja, ich muss jetzt sagen, wirklich irritiert hat an dem Konzept war, man kann den Monitor nicht ausschalten. Das heißt also, der Monitor geht dann in eine Art, ja, in so einen dunklen Bildschirmmodus, dass die Karte an ist, finde ich eigentlich auf der einen Seite erschreckend, weil wenn wir überlegen, wenn wir in der dunklen Kabine sind und man hat nur einen kleinen Monitor an, irgendwo in der Ecke und dann hast du die halbe Business Class hell erleuchtet. Aber da ist es wohl so, dadurch, dass das halt mit Blue Filter und weiß der Geier was alles ist, dass das dann gar nicht so ins Gewicht fällt. Und jetzt kommt der nächste Kracher. Es gibt keine Kopfhörer. Doch, ihr könnt Kopfhörer mit Bluetooth verbinden, aber es gibt keine Kopfhörer quasi klassisch, sondern die sind in der Kopfstütze. Hier, da. So. Und wir haben in dem ganzen Mockup dort dann Aircraft Noise simuliert. Ich muss mal gucken, ob ich davon eine Aufnahme finde nachher. Ich spiele euch das dann ein. Und man hört. Without exiting out. Very integrated, very new, very digital. Ein. Und man hört das dann gar nicht. Und Seth Miller, mein Kumpel, den ich seit 15 Jahren kenne, der hat sich natürlich dann auch reingelegt. Und als es dann darum ging, ihr kennt das vielleicht aus der Kabine bei Lufthansa auch, die haben dann so eine Art Wake-up, dann geht das Licht so und simuliert dann Sonnenaufgang. Auf dem Bildschirm ging dann wirklich die Sonne auf und ich fand das sehr imposant. Das ist ein OLED-Bildschirm, ja, also wirklich geiler Scheiß. Und die Sonne ging auf und er sagte, ich fühle an meinem Po etwas vibrieren. Das heißt also, die Zeiten, wo man der Crew gesagt hat, du weck mich doch eine halbe Stunde vor Ankunft oder eine Stunde vor Ankunft, sind vorbei. Das heißt also, der Sitz massiert einen wach. Das sind so Zukunftsmusiken, die ich natürlich hier alle euch gebe. Und es ist auch ein Konzept leider nur. Es gibt also keine Fluggesellschaft, die morgen sagt, machen wir. Also insofern sind das schon mal interessante Einblicke in meinen Augen, wo man wirklich mal mitkriegt, was die Zukunft ist. Und was auch spannend ist in meinen Augen, ist dann, als wir rübergegangen sind zu Collins Aerospace, wo die das nochmal gezeigt haben, das System, wir hatten ja angefangen bei Panasonic, ist, dass der Sitz und das Entertainment-System zusammen entwickelt worden sind. Jetzt kann man natürlich sagen, Überlegung, die haben, und das war ja ein Originalton, der da gesagt wurde, Panasonic benutzt einen Chip.
für das Entertainment-System. Aber der Chip hat noch Ressourcen frei. Das ist, glaube ich, sogar ein Snapdragon, den ihr vielleicht aus eurem Android-Telefon kennt. Dieser Chip, den kann man dann noch nutzen, um Funktionen für den Sitz zu nehmen. Heißt also, man hat da dann den Sitz komplett integriert in die ganze Entertainment-Welt. Gut, wenn natürlich der Sitz kaputt ist, ist auch Entertainment kaputt oder andersrum, Entertainment kaputt, Sitz kaputt. Jetzt muss ich natürlich sagen zu meiner Mama, die 50 Euro ja von der Lufthansa gekriegt hat, weil das Entertainment kaputt ist, du, der Sitz wäre auch kaputt. Also es hat alles Vor- und Nachteile und muss man sich hier so auf der Zunge zergehen lassen. Aber lasst mich direkt weitermachen mit der Tour, denn die Tour war wirklich lang. Weil der nächste Stopp, ich muss jetzt doch den Kollegen fragen, was war der nächste Stopp? Wir sind zu Rockwell gegangen, dann sind wir zu Stelia gegangen. Zu Stelia, da haben wir eigentlich das komplette Gegenteil gesehen. Wir waren bei Safran vorher übrigens noch. Aber Safran hat ein bisschen zu viel über Daten und Uplink und so weiter erzählt. Das war nicht so mein Thema. Also insofern erspare ich euch das über Satelliten. Da ging es dann um vernetzte Kommunikation und so weiter mit Satelliten und so. Nicht mein Thema. Müsst einen anderen Kanal gucken, wenn ihr da was wissen wollt. Da muss Lars leider sagen, bist falsch. Aber bei mir geht es ums Sitzen, ums bequeme Sitzen. Und dann waren wir wirklich bei Stelia. Und bei Stelia war es so, war Stelia? Ja, war Stelia. War es so, dass die Stelia einen Sitz hatten, der eigentlich genau das Gegenteil von dem Maya-Konzept war und ist. Dieser Sitz wiegt, festhalten, 80 Kilogramm. 80. Ja. Der hat aber auch kein Entertainment-System gehabt. Der hat einfach nur eine Leiste gehabt, wo man sein eigenes iPad draufstellen konnte. Und der Sitz hat auch keine Elektromotoren gehabt. Vergleichbar ist das mit dem Sitz bei Finnair. Finnair hat auch keinen Elektromotor drin, kann also nichts kaputt gehen. Aber bei dem Sitz war das wirklich so, dass die Rückenlehne verstellbar ist und er sieht auch aus wie ein konventioneller Sitz. Der Kollege, der mitgekommen ist, dessen Namen wir auch nicht nennen, hat Gott sei Dank Bilder gemacht, die ich euch hier gerade reinschmeiße, wo ihr meinen Luxuskörper drin seht. Und das ist einmal in dem kleineren Variante und in der größeren Variante. Und du kannst wirklich den Sitz hochschieben mit deinem Körper. Ich muss ein bisschen dann wieder Bauchbeine Po machen. Also insofern, das funktioniert wunderbar. Man rollt und jetzt kommt der Knaller in meinen Augen. Das Ding ist stufenlos. Also genauso wie der elektrische Sitz ist dieser einfach stufenlos da dann in der Benutzung. Er rollt hoch und du sagst, oh, das ist eine geile Position. Der Nachteil, den ich da wieder sehe, auf der einen Seite ist natürlich, dass wenn man zum Beispiel sagt, hey, das ist eine geile Position, die ich will ich wieder haben, dass wenn man dann beim Essen sich aufgerichtet hat und wieder zurück will, ist dann schwierig. Also da gibt es dann halt nicht diese Memory-Funktion. Bei dem Panasonic ist es ja auch so, das habe ich euch ganz vergessen, und Rockwell-Sitz, dass quasi euer Handy auch das Ganze mitsteuern kann. Ich knall euch jetzt nochmal schnell das Bild rein, wo das, mein Handy da liegt, wo der Kreis blau wird. Fürs Laden und alles. Also insofern, man hat hier zwei Sachen. Einmal High-End-Vision und einmal natürlich so eine Low-End-Geschichte. Wobei ich sage, das ist gar nicht so Low-End, weil auf der anderen Seite, wenn ich was gucke, dann gucke ich wirklich nur meinen Flight Path. Und wenn ich meinen Flight Path mir angucke, dann, ja, dann, wenn ich das als Applikation auf meinem iPad haben kann, dann reicht mir das eventuell. Aber ich mache das so, dass ich mein iPad da habe oder mein Notebook da habe und habe dann auf dem Monitor, den die Fluggesellschaft mir gibt, halt wirklich nur meine Flugstrecke und habe den auch teilweise so eingestellt, dass er mir gewisse Parameter zeigt, Höhe, Geschwindigkeit und so weiter. Also insofern bin ich da so ein bisschen gemischt. Ich glaube, dass die gesunde Mischung das ist. Wenn man jetzt einmal davon absieht, dass man da so wirklich diesen gekrümmten Bildschirm hat und dann einmal quasi diese Budget-Version mit dem eigenen iPad, da seid ihr jetzt wieder gefragt bei der, sollen wir daraus die spontane Frage des Tages machen, wie seht ihr das? Sollte das eine High-End-Lösung sein in der Business Class oder sollte es eine Low-End-Lösung sein? Ich weiß, was ihr sagt, aber bedenkt immer, je teurer der Sitz, je teurer die Maintenance, je teurer alles, desto mehr müsst ihr für euer Ticket zahlen. Das heißt also, wenn ich immer so schön sage, ihr fliegt bei Lord rustikal, weil die halt weniger bieten, rein vom Sitz Shishi im Moment, deshalb ist Lord billiger in der Business Class als Lufthansa. Also, jetzt seid ihr dran, das Ganze zu gewichten und da wirklich zu sagen, was Phase ist. Was habe ich danach gemacht? Was haben wir danach gemacht, nachdem wir da waren? Wir waren dann bei Airbus, ne?
ja, wir sind dann zu Airbus gegangen. Da habe ich wieder Ingo Wugetzer getroffen, ehemaliger Lufthansa, hat übrigens, der auch die Kabine versaubeutelt hat, mit den Recaro-Sitzen. Ihr erinnert euch, also den Vorgänger von dem Vorgänger, also Allegris Vorgänger, Vorgänger, Vorgänger. Und er hat halt wieder sehr viel erzählt. Und bei Airbus hatten wir das erste Mal diesen Fokus wirklich auf Nachhaltigkeit. Die anderen haben bei Panasonic auch Nachhaltigkeit gesagt, bei den Sitzherstellern haben sie auch Nachhaltigkeit gesagt. Da war halt die Argumentationsstruktur dadurch, dass der Sitz halt so leicht ist, dass man dadurch Kerosin spart. Wenn wir jetzt aber weitergehen, ist man bei Airbus nämlich noch einen Schritt weiter gegangen und hat dann gesagt, hey, wir machen Folgendes, wir nehmen von dem Gepäckfach wesentliches Material weg. Dann, wenn wir weitergehen im Sitz selber, dass man da, ich nenne es jetzt einfach, Sie haben es, glaube ich, Bionic genannt, so eine bionische Form. Ich hatte das letzte Mal das gesehen. Ich glaube, ich habe dieses Jahr kein richtiges Bild gemacht. Ich muss meine Bilder durchgucken. Aber ich hoffe, dass ich euch zeigen kann, auch die Trennwand, da sieht man richtig, wie das ist. Und ihr seht auch, dass das Gepäckfach, das ist ein Netz, was da ist. Und dieses Netz vom Gepäckfach, das ist okay und das ist auch relativ cool, aber das gilt halt wirklich nur dafür, jetzt für Demonstrationszwecke. Da wird wahrscheinlich was Hartes kommen. Es geht da halt darum, dass man auch sieht, dass man da leicht und sparend unterwegs ist. Mittlerweile ist halt auch wirklich die Nachhaltigkeit, gerade diese Gepäckfächer, aber auch die Seitenpaneele, die wir kennen, das sind ja Materialien, die diesen Windrädern quasi mit diesen Flügeln vergleichbar sind. Das ist ja Composite. Das verrottet in 10.000 Jahren nicht. Und deshalb sucht man gerade andere Materialien und das macht man auch. Und Ingo hatte da auch diesen Blog, den ich hier auch ein Foto für euch mal geworfen habe. Oder hatten wir da bewegt? Hatten wir Video sogar von gemacht, ne? Blende ich euch ein, während ich hier rede. Das ist zum Beispiel ein Kinderspielzeug, was man machen könnte. Man könnte einen Tisch draus machen. Das ist jetzt dieser Baumstumpf oder was das da war. Das ist jetzt einfach nur, dass man sieht, was man mit dem Material machen kann. Interessant ist natürlich auch, dass wenn man die Sitze nimmt, dass bei Sitzen 99% zu recyceln sind. Aluminium. Einziger Nachteil bei dem Aluminium ist halt, dass Aluminium, wenn es einmal recycelt ist, nicht mehr im Flugzeug benutzt werden darf. Aber auch daran arbeitet man. Ein weiterer Fokus war beim A321 XLR. Und da war auch die Dame, Cynthia, glaube ich, hieß sie, von American Airlines. Die war die Head of Cabin Products. Und die wollen halt ihre 321Ts, das sind die Transcon-Flugzeuge, wer so mit American Airlines von New York nach Los Angeles fliegt, der fliegt mit der Transcon-Variante, die wollen das austauschen durch XLRs. Und die XLRs geben uns halt mehrere Vorteile, die ich euch auch immer wieder nenne. Und zwar die Vorteile sind halt wirklich, weitere Strecken zu fliegen mit weniger Kunden, aber trotzdem als Fluggesellschaft da Geld mitzumachen. Und sie haben ein neues Flagship-Konzept gezeigt und haben damit dann halt wirklich auch mal die Zukunft gezeigt, was meine Schmerzen natürlich nicht wegnimmt in Bezug auf Druck, weil natürlich der 330er, 350er im Besonderen ja auf diese Geschichten getrimmt ist und auch vom Druck her etwas angenehmer ist. Aber wenn man die Kabine sieht, dann ist das schon ein großer Unterschied und die XLR wird wirklich ein Game Changer sein in dem Segment. Also das waren so in meinen Augen so die Hauptthemen bei Airbus. Man hatte dann noch ein bisschen gezeigt von dem 330er, dass man beim 330er Neo, dass man da halt dann diese, kriege ich gerade hier, dass ich ins Bild richtig gedrückt werde. Ich bin wahrscheinlich rausgelaufen. Tschüss, ich bin wieder da. Also auf jeden Fall den 33er Neo, dass man da so ein bisschen gepimpt hat. Also man hat Kabinenbreite gewonnen, indem man die Panel an der Seite etwas dünner gemacht hat. Aber was auch spannend ist, ist, man hat ein neues Konzept für die Verdunklung, fürs Dimmen gemacht, was also noch etwas besser funktionieren soll. Hat auch diesen Touch bekommen, den ihr seht, wo ich hell und dunkel mache, anstatt diese Knopfgeschichte, ist aber Gott sei Dank immer noch optional. Man denkt übrigens auch dran, das in den 321er Serie einzubauen, wahrscheinlich in den XLR, weil wenn man überlegt, dass man mit denen ja fast so lange fliegt wie mit einem 330er, dann macht das ja durchaus Sinn. Das war mein Recap für Airbus, das haben wir ja auch geschafft. Wir sind dann von Airbus sind wir dann gelaufen zu Explicit, die haben den neuen Sitz von Air France in der E190 Embraer gezeigt. Dieser Sitz, in meinen Augen, ist fantastisch.
Er ist wirklich weich. Er ist super designed. Ich find ihn von der Haptik her sehr cool. Und ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich bin ja kein großer Freund von Air France, aber der Sitz war richtig bequem. Natürlich war der jetzt von dem Sitzabstand her klar für mich nicht genug in Bezug auf Länge. Aber das Schöne an der Geschichte ist halt, der ist mit Carbon. Carbon kann man recyceln. Auch hier wieder, ihr seht, Recycling ist ein Thema. Und das andere ist, man hat Titan verwendet an Stellen, wo es Sinn macht. Ihr seht ja an den Bildern, wie wohlgeformt der Sitz ist. Ich persönlich finde ihn relativ cool, ehrlicherweise, von seinem ganzen Sitzkomfort und auch von der Optik her. Und was mir aufgefallen ist, als der Kollege von Air France da sein Produkt vorgestellt hat, hat er halt sein französisches Ich gezeigt. Das würde ich mir in Deutschland auch mal wünschen, sein Commitment für Deutschland. Gut, dann würden wir halt natürlich in der First Class keinen Shampoos mehr haben, also keinen Champagner, sondern wir würden dann wahrscheinlich Schaumwein aus dem Rheingau haben oder so. Aber am anderen Ende des Tages ist es halt wirklich so, dass man sieht, dass wenn man sich auf seine Wurzeln besinnt, dass das doch durchaus gut ist, wenn man Qualitäten, die man in seinem Land findet, dann auch nutzt. Danach war, von Explicit sind wir zu Recaro. Recaro hat einen neuen Sitz gezeigt von Southwest Airlines. Southwest Airlines kriegt den R2. Ja, Recaro hat neue Namen. Wir hatten gestern Abend auch ein Event bei Recaro. Da haben wir halt die Sitze durchnummeriert von R1 bis R7. Heißt also, R1 war dieser Basic-Sitz bis hoch R7 bis zur Business-Class-Cabin, auch dem Prototyp, der relativ cool ist. Auch wieder so wie dieses System, was die bei Panasonic gezeigt haben, beziehungsweise bei Rockwell, dass das ein Flugzeug ist, im Prinzip, oder ein Sitz ist, der im Flugzeug nicht fliegen wird. Das heißt also, das ist einfach nur, dass man zeigt, was man machen kann, was man so in petto hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten ich im Moment laufe. 17? 17 Minuten. Gut, dass ich meine Zeit einhalte, weil ihr wisst ja, ich versuche immer über 20 Minuten zu kommen, aber nie über 30. Ready to do the unveil? Yes. All right. I guess we need to get a countdown. Huh? Okay. Countdown. 3, 2, and 1. There you go. You can see, and I want to thank all the folks in the room, both from Recaro and Tangerine, and particularly, of course, from the Southwest team. We have folks here from supply chain, tech ops, in flight. They are back there. They're the ones who brought this to fruition for Southwest. And I'm going to go through different parts. Und dieser Sitz ist der R2, der für Southwest Airlines da konzipiert worden ist. Ein bisschen Marketing, bla bla, vom Mark, also vom CEO von Recaro, wo er gesagt hat, ja, wir haben beide dieselben Werte bei Southwest, dass man halt sich um die Menschen kümmert und auch, dass man halt Komfort haben möchte, geschenkt. Aber der Sitz ist wirklich bequem. Er hat auch wirklich in meinen Augen keinen Low-Cost-Charakter. Ja, also das ist ein Sitz, der wertig ist. Eine interessante Geschichte war von dem Kollegen von Southwest, der für das Produkt zuständig ist. Der hatte Folgendes gesagt. Der hatte gesagt, er hatte eine Produktprobe von dem Bezug mitgenommen und er hat versucht, mit einer Gabel da reinzustechen. Die Frage ist natürlich, wie komme ich auf die Idee, mit einer Gabel da reinzustechen? Das ist das Erste. Wahrscheinlich, weil Passagiere sowas machen. Gehe ich mal ganz fest von aus. Ja? Sonst würde er ja nicht auf die Idee kommen. Aber das Ding hat keine Macke gehabt. Also man hat es nicht gesehen. Es ist super soft. Fühlt sich so ein bisschen ledrig auch an, aber es ist jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise unbequem. Also super, super, super. Und was ich auch cool fand, ist, dass man diesen Halter hat. Und da bin ich Bring Your Own Device, wie es so schön im Englischen heißt. Also das eigene Gerät mitzubringen, weil bei Southwest gibt es kein Entertainment-System. Sie möchten es simpel haben. Und da kannst du wirklich jedes Gerät reinbringen. Mein iPhone, iPad, alles kannst du reinbringen. Und Marc hat auch Gott sei Dank den Clip oben dran gemacht, den ich vergessen hatte bei meinem Demonstrator, wie ihr gerade gesehen habt. Also insofern, das Gerät steht da drauf auch sicher. Und da könnt ihr jetzt auch sagen, was ihr davon haltet. Nachdem wir bei Recaro fertig waren, wir waren zwischendurch übrigens noch bei ZIM, das sind die Premium Economy Sitze herstellen von Lufthansa. Und da war es auch relativ cool mit Sven, dem CEO.
Der hat uns dann auch nochmal einen Sitz gezeigt, den man zum Beispiel auch in die Canadair einbauen könnte. Aber die laufen ja leider bei Lufthansa raus. Also da braucht es keine neuen Sitze. Aber ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Wir hatten auch noch eine interessante Geschichte gehört. 747-8 Upper Deck sollte Economy kommen. Nur so als Randbemerkung. Bitte nicht lachen hinter der Kamera, weil sonst, das hört man auch. Er ist schüchtern, er überlegt sich, ob er das nächste Mal davor die Kamera kommt. Deshalb seid gewarnt, wenn ihr mit mir auf Sendung gehen wollt, müsst ihr mit mir zur Messe kommen. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist das geringere Übel, zur Messe kommen oder vor die Kamera zu gehen. Das waren so die Geschichten, die wir gemacht haben, waren dann noch danach bei Boeing. Wir haben noch ein Bild gemacht. Hast du das Bild? Wir haben ein eigenes Flugzeug mit FQT-TV gedreht, aber das T fehlte von TV, das ist FQ-TV. Okay, zeig mal das Bild, ich kann es mal kurz in die Kamera halten. Das war bei Boeing, dann ist nachher um 16:30 nochmal ins Mockup für die 777X. Das kann man dann machen, das ist eine interessante Geschichte. Da haben wir das Bild, reiß mir einfach rein. Und ich halte es mal so, ist es jetzt drin? So, da seht ihr das Design auf der AIX, da seht ihr auch den Barcode. Ich weiß gar nicht, ob man das mit dem Barcode machen kann. Auf jeden Fall um 16:30 geht er in die 777X Mockup, wo ich letztes Jahr auch drin war. Ist ein cooles Erlebnis. Ich gehe dann zum Stammtisch, schneide für euch jetzt zwischendurch die Sendung. Im Prinzip schneide ich für euch nur die Snippets nochmal rein, gucke mir das alles an. Und ich muss wieder nach hinten, weil er sagt, ich wäre abgeschnitten oder sonst was. Wir sind durch. Ich danke euch, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV dabei wart. Alles gut, okay. Frequent Traveler TV dabei war. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen. Gebt mir Liebe durch Kanalmitgliedschaft und andere Dinge. Ich habe es hier wieder genossen auf der AIX 2024 und Kanal abonnieren, Glocke. Also, abspannen, versuche ich euch einen reinzubauen am Ende. Versprochen. Also jetzt, bis dann. Ciao. Ich gehe jetzt erstmal weg.